Liebe Segelfreunde, ich zeige euch heute ein römisch-katholisches Anlegemanöver mit Seitenwind von Steuerbord und das einhand. Wie ihr seht, fahre ich den Steg nicht 90 Grad an, sondern habe einen leichten Vorhaltewinkel in Richtung Luv. Die Heckleinen liegen bereits mit einem Ballsteg eingebunden am Heck und sind am anderen Ende über die Winch gelegt. Mit zwei kräftigen Puls nach vorne stoppe ich das Schiff knapp vor dem Steg ab. Nun steige ich über und lege die luvseitige Leine über den Poller. Ich gehe wieder zurück, nehme die Luvleine dicht und dampfe in die Luvleine ein. Nun regle ich das Gas dermaßen, dass sich das Schiff gegen die seitliche Abdrift stabilisiert. Das war auch der Grund für den seitlichen Vorhaltewinkel, weil das Schiff inzwischen abgedriftet ist. Wenn die Stabilisierung abgeschlossen ist, fixiere ich die Luvleine auf der Winch mit einem Kettensteg. Nochmal eine kurze Kontrolle der Motorleistung und dann kann ich in aller Ruhe die leeseitige Leine auf dem zweiten Poller fixieren. Auch hier wird die Leine wieder über die Winch geführt und mit einem Kettensteg fixiert. Erst jetzt kümmere ich mich um das Fixieren der Mooringleine am Bug. Ja, liebe Freunde, das war's schon. Ich wünsche alles Gute, immer viel Spaß beim Segeln und bis bald. Euer Mooring Charlie.